Ja, hallo, hier ist wieder Andreas Fallbracht von prachtvoll.de. Heute am 22. März sind wir mit der Buxier 5 und drei weiteren Schleppern zum Waltershofer Hafen gefahren. Dort ist das Schwertransportschiff Zhenhua 26 aus Shanghai schon vor einigen Tagen angekommen, genauer gesagt am 15. März, und hat zwei neue Containerbrücken für das Eurogate, für das Containerterminal Eurogate aus Shanghai, aus China angeliefert. Das Spezialschiff liegt hier an der Kaimauer und hat die erste Brücke schon abgeladen in den ersten Tagen. Und nun gilt es, das Schiff einige Meter weiter ins Hafenbecken hinein zu verholen. Das heißt, es legt kurz ab und legt dann gleich wieder an. Wir sind mit vier Schleppern unterwegs. Buxier 5, auf dem Schlepper bin ich. Wir sind vorne am Bug. Dann zwei Drückschlepper, Buxier 18 und Constant. Und am Heck der Schlepper Hunte. Die Zhenhua 26 ist eigentlich 234 Meter lang und 44 Meter breit. Mit den Brücken allerdings an Bord ist sie 137 Meter breit und vom Kiel unten bis oben zur Spitze des Krans sind es 94 Meter. Das ist enorm. Und hier muss natürlich auch aufgepasst werden, dass besonders an der Hochspannungsleitung, an der Hettlinger Schanze zwischen Wedel und Glückstadt, dass das Schiff mit dem ganzen Konstrukt obendrauf darunter herpasst. Ja, wir sind jetzt hier bereit. Wir warten hinten noch auf die CSCL Mercury, ein 366 Meter langes Containerschiff. Das muss erst ablegen und an uns vorbeifahren. Und jetzt machen die Bootleute das Schiff los und das Schiff ist jetzt frei und wir haben jetzt Buxier 18 und Constant, die erstmal noch das Schiff an die Kaimauer drücken. Ja, die CSCL Mercury hat fertig geladen und verlässt jetzt gleich den Hafen. Muss dann nachher noch warten, weil noch ein anderer Aufkommer, ein großes Schiff, die Elbe hochkommt und da gibt es das Begegnungsverbot. Insofern werden wir gleich das Schiff nochmal wiedersehen. Die Leinen gehen los und der Lotse lässt jetzt die Hunte und uns das Schiff von der Kaimauer wegziehen und langsam verholen wir dann in Richtung Osten, ungefähr 400 Meter weiter runter. Die Polizei sperrt hier ab und wir sehen hier auch die Mercury, die gleich in rückwärts fährt und in Parkposition geht oder in Wartestellung, um auf das andere Großschiff zu warten. Das sieht schon spektakulär aus, besonders wenn mehr als eine Brücke auf solchen Schiffen stehen. Natürlich wird hier mit entsprechenden Ballasten gearbeitet, das heißt, das Schiff wird unten schwer gemacht, damit es eben stabil bleibt. Und das Schiff kann natürlich nicht bei jedem Seegang unterwegs sein. Wenn jetzt schweres Wetter ist, muss auch das Schiff eben entsprechend warten. Hier ist Piero Hempel, der Kapitän der Buxier 5, einer der beiden Kapitäne, Matthias ist der andere. Und wir sehen jetzt hier die elektronische Seekarte und langsam wird das Schiff zum anderen Liegeplatz verholt. Und da wird es dann gleich wieder festgemacht. Ja, Platz haben wir genug hier, das Hafenbecken ist breit genug. Insofern gibt es auch jetzt keine sonderlichen Schwierigkeiten, hier irgendwo durchzukommen. Allerdings muss natürlich immer aufgepasst werden, weil wenn hier irgendwas schief geht, das wäre nicht nur peinlich, sondern auch sehr teuer. Ja, der Lotse hat mit den vier Schleppern eben vorne und hinten zwei Ziehschlepper, das heißt also, um das Schiff in jede Richtung zu ziehen. Und ganz wichtig sind die Drückschlepper natürlich, die dann das Schiff entsprechend wieder Richtung Kaimauer drücken. Und hier ist es ganz wichtig, dass das Schiff richtig ausgerichtet wird. Das kann der Lotse bis auf wenige, ja, 10 Zentimeter machen mit den Schleppern. Und hinterher kann sich das Schiff dann mit den Festmachern ganz genau positionieren, dass eben über die Schienenkonstruktion später die Brücke an Land kommt. Die Brücken sind auf dem Deck des Schiffs über Stützen fest verschweißt, dass die auch bloß nicht umkippen. Das wäre fatal, wenn da sowas passieren würde. Und wir sind jetzt gerade dabei, das Schiff an die Kaimauer heranzudrücken. Das Schiff hat fast seine Position erreicht und die Feinjustierung erfolgt dann über die Festmacherleinen. Hier ein Blick rüber auf den Burchardkai von der Hala. Die Vorleinen gehen an Land. Die Festmacher sind dabei, beziehungsweise die Bootleute sind dabei, die Vorleinen hier über den Poller zu legen. Dann wird das Schiff befestigt und unser Job ist beendet. Unser Auszubildender holt unseren Schleppdraht wieder ein und es geht zurück zur Schlepperbrücke.
Wer möchte, kann sich das Manöver auch in einem Zeitrafferfilm anschauen. Ich habe mit einer GoPro-Kamera mitgefilmt und 2600 Einzelbilder gemacht, die ich dann zu einem Zeitrafferfilm zusammengeschnitten habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und nochmal von dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Bugsier-Reederei in Hamburg, dass ich mitfahren konnte.